Wir wollen die Digitalisierung barrierefrei machen. Jeder sollte befähigt werden, sein Können auch entsprechend bieten zu können. Wir sind heute hier in einer ganz wunderbaren Location der Biosphäre in Potsdam bei Berlin. Und hier ermöglichen wir den Kunden und Gästen sozusagen auch live mal anzufassen. Die Deutschen ein paar gut benutzen kann. Wenn wir die jetzt für alle Möglichkeiten ganz so benutzen, dann kann ich nicht mehr. Wer sich dann nicht bedeutet, grüßt. Dann da, dann so. Ich bin so gut dran mit der Internet nach Kommunikation. Deutschen E-Mail Nachrichten. Veranstaltungen wie diese sind besonders wichtig, weil wir auch als Unternehmen über den Tellerrand hinausschauen können, was machen andere Unternehmen, auch mit vergleichbarer Größe. Wir können uns auch vergleichen, wir können sehen, wo sind wir schon sehr weit vorausgegangen oder wo haben wir einfach noch ein bisschen Nachholbedarf in dem Thema Barrierefreiheit. Also einerseits sind das Herausforderungen, erstmal die Akzeptanz im Unternehmen zu schaffen. Das zweite ist, wir haben die digitale Transformation, also die schreitet immer weiter voran. Deswegen müssen wir einerseits da eben halt eine Software entwickeln, die am Markt Bestand hat, und andererseits müssen wir hybrid fahren und das Thema Barrierefreiheit nicht vernachlässigen. Barrierefreiheit ist wichtig, um auch letztendlich allen Menschen, egal wie der Gesundheitszustand ist, zu ermöglichen, einen adäquaten Arbeitsplatz zu erlangen.